So, herzlich willkommen zum nächsten Talk. Auf den freue ich mich persönlich schon den ganzen Tag, muss ich sagen. Wir leben ja aktuell in einer Gegenwart, in der man sich quasi entscheiden muss, welche Krise einen eigentlich am meisten gerade stresst. Also ist es die Pandemie, ist es der Krieg in der Ukraine, ist es der Klimawandel? Hat man vielleicht noch eine persönliche Krise, also eine Krankheit, den Tod eines Angehörigen? Also es gibt in so einem Leben ja immer doch haufenweise Dinge, die einen belasten, die einen stressen können, die dazu führen, dass man sich hilflos fühlt und überfordert und vielleicht eben auch das Gefühl hat, dass man die Kontrolle verliert. Was man gegen diesen gefühlten Kontrollverlust tun kann, das erzählt uns Marina Weißband. Hallo. Hi, schön. Hi. Ja. Sehr schön. Ich muss wahrscheinlich gar nicht mehr so viel sagen. Ich stelle sie natürlich trotzdem vor. Sie ist wahrscheinlich unsere bekannteste Speakerin heute. Sie ist Diplompsychologin, Beteiligungspädagogin und Co-Vorsitzende von D64, einem der erfolgreichsten digitalpolitischen Vereine Deutschlands. Und außerdem, wer ihr mal noch mehr zuhören möchte, sie hat auch eine Kolumne im Deutschlandfunk. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich gerne einfach übergeben. Danke sehr. Ich hoffe, ich werde gut gehört und gesehen. Danke, dass ich auf diesem Wege bei euch sein kann. Ich werde heute über ein tolles Thema reden, das ganz viel mit, das eigentlich nicht mit Krieg und Krisen zu tun hat, aber es fängt damit an. Ich möchte heute darüber reden, warum Partizipation und wie Partizipation und wie kommen wir dazu, handeln zu lernen. Wir leben, wie erwähnt, in einer Zeit der Krisen und das ist nicht gut für Demokratie, weil Menschen, wenn sie unter Angst stehen, in einen Fight-or-Flight-Modus geraten, in dem sie tatsächlich nachweislich schlechter darin werden, rationale Entscheidungen zu treffen. Deshalb gibt es nicht nur viele, viele Menschen, die absolut überfordert sind mit der Komplexität der Welt, mit dem Wandel der Welt, mit der Gleichzeitigkeit multipler Krisen, sondern es gibt auch antidemokratische, weltweit sehr gut vernetzte, autoritäre Bewegungen, die versuchen, von dieser Überforderung Gebrauch zu machen und deshalb durch Kampagnen, durch Desinformations- und Agitationskampagnen diese Angst sogar noch schüren wollen. Ich untersuche das seit 8 Jahren und habe Accounts gefunden, die waren zum Beispiel 2014 pro-russische Ukrainer, aber dann waren sie 2015 besorgte Deutsche, die Angst vor syrischer Einwanderung hatten. Und dann waren sie 2016 Trump-Wähler und dann waren sie Brexit-Fans und dann waren sie wieder deutsche Corona-Leugner. Und heute sind sie irgendwie Deutsche, die sagen, man, die Ukraine müsse kapitulieren. Also es gibt tatsächlich zielgerichtete Bemühungen, die Unsicherheiten, die sowieso schon da sind, zu verstärken. Und das Ganze trifft auch noch auf eine Abhängigkeit von Wachstum, die wir in der Gesellschaft haben, auf eine Ökonomie, die so nicht mehr Bestand haben kann in einer endlichen Welt. Das heißt, auf potenziell sinkenden Lebensstandard. Und das ergibt zusammen eine Mischung, die nicht gut ist. Und um das in einem Mikrokosmos darzustellen, als ich angefangen habe vor 8 Jahren mit Partizipationsarbeit in Institutionen, in Schulen, habe ich manch einen Schüler gesehen, der sagte, oh, warum soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und dieser Satz, der erinnert an dieses, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Das ist der Nährboden von Populismus, das ist der Nährboden von Resignation, von Verschwörungstheorien, weil dahinter diese Überzeugung steht, es gibt uns hier unten und die da oben und die da oben haben all die Macht und wir hier unten haben keine Macht. Was das ist aus psychologischer Sicht, ist erlernte Hilflosigkeit. Einfach ausgedrückt, wenn ich lange Zeit nicht die Möglichkeit hatte, etwas zu verändern und dann bekomme ich diese Möglichkeit, habe ich weder die Fähigkeiten noch die Motivation, Gebrauch von dieser Möglichkeit zu machen. Das ist in der Psychologie ganz gut nachgewiesen. Und ein interessanter Mikrokosmos sind Bildungsinstitutionen. Ich konzentriere mich in meiner Arbeit auf Schulen. Warum? Weil Schulen Institutionen sind, die nicht exakt
das Gefühl vermitteln, dass man viel an seiner Umgebung ändern kann. In einer Schule bekommt man gesagt, du musst um 8 Uhr hier sein, dann lernst du 45 Minuten Mathe, dann lernst du 45 Minuten Deutsch, dann hast du 20 Minuten zum Essen, du musst fragen, ob du auf Klo darfst und am Ende schreibst du eine Prüfung, ob du alles gut auswendig gelernt hast. Das ist ein autoritärer Raum und SchülerInnen passen sich an diesen autoritären Raum an, indem sie diese erlernte Hilflosigkeit annehmen. Das passiert an verschiedenen Schulen, in verschiedenem Maße, aber ich glaube, niemand hier kann argumentieren, dass eine Schule wie ein riesiger kollaborativer Gestaltungsraum ist, außer bei bestimmten Schulen. Und jetzt kommt auf dieses obendrauf auch noch Digitalisierung. Digitalisierung ist deshalb spannend, weil ich früher gedacht habe, hey, Digitalisierung muss uns doch automatisch geil demokratischer machen und besser vernetzt machen, weil wir doch jetzt alle so eine Miniaturdruckerpresse Deluxe haben. Ja, wir können ja jetzt alle viel besser kommunizieren, unsere Meinung sagen. Wir werden also demokratischer. Und dann haben wir festgestellt, oh, Desinformationskampagnen, oh, riesige Tech-Monopole, oh, Plattformkapitalismus, oh, Überwachung. Digitalisierung kann uns alle undemokratischer machen. Die Wahrheit ist, Digitalisierung macht uns weder demokratischer noch undemokratischer. Digitalisierung ist der große Verstärker. Was wir hineintun, verstärkt sie als Tendenz. Kurzum, wenn ich irgendwie gerne faul auf dem Sofa rumliege, kann ich mithilfe des Smartphones besser faul auf dem Sofa rumliegen. Wenn ich gern gesellschaftlich politisch aktiv bin, kann ich mithilfe des Smartphones besser gesellschaftlich politisch aktiv sein. Das heißt, was macht den Unterschied, ob wir eine demokratischere Gesellschaft oder eine passivere Gesellschaft haben? Das Maß, in dem wir alle Verantwortung übernehmen. Aber Verantwortung kann nur lernen, wer Verantwortung trägt. Da gibt es keine Trockenschwimmübungen. Und das heißt, es ist unser Ziel, Rahmen zu bauen, in denen Menschen Verantwortung lernen können. Das Gegenkonzept zu erlernter Hilflosigkeit ist Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl, wenn ich etwas tue, dann verändert sich etwas in der Welt. Und das ist eine Riesensache, weil es in Wirklichkeit dahinter steckt, ein Rollenwandel. Wir alle werden ein Stück weit erzogen zu Opfern oder Konsumenten von Gesellschaft. Wenn ich in die Schule komme, konsumiere ich Bildung, weil mir eine Lehrkraft etwas vorsetzt und sagt, das ist das Mathebuch, konsumiere das Mathebuch und ich bekomme im Prinzip gesagt, was ich zu tun habe. Heutzutage ist das Smartphone das moderne Schlachtfeld des Kapitalismus. Alles darin versucht, entweder mir etwas zu verkaufen oder meine Aufmerksamkeit an Werbetreibende zu verkaufen. Aber auch schon vor dem Smartphone. Ich bin aufgewachsen, als meine Cartoons alle 10 Minuten unterbrochen wurden, damit ich als Konsument angesprochen werden konnte. Und das ist eine Rolle, die verfestigt sich. Das ist so ein, es führt dann dazu, dass man Parteien wählt wie Waschmittel. So, das mag ich nicht und die passt mir nicht und die sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also ich glaube, ich wähle gar nichts. Das Ziel ist, diese Rolle zu hinterfragen und zu verlernen und in eine Rolle der Gestaltung zu kommen. Denn wenn ich mich als Gestalter meiner Welt begreife, dann wähle ich Parteien nicht wie Waschmittel, sondern ich sehe nicht nur die Produktpalette, sondern ich sehe dazwischen auch den ganzen Raum der Möglichkeiten. Wenn mir keine Partei passt, dann trete ich in eine Partei ein und verändere sie von innen. Oder ich mache eine außerparteiliche Bewegung. Oder ich starte eine Petition. Oder ich starte eigene Projekte. Ich tue etwas und ich tue mich mit anderen Menschen zusammen. Und das ist genau der Unterschied. Mein Ziel ist, GestalterInnen zu ermöglichen, weil das ehrlicherweise der einzige Weg ist, wie wir durch diese ganzen Krisen kommen. Wir brauchen alle Menschen. Wir brauchen all hands on deck, weil niemand sich so gut mit der Pflegekrise auskennt wie PflegerInnen. Niemand kennt sich so gut mit der Lebenssituation junger Menschen aus wie junge Menschen. Und niemand hat so große Stakes in der Zukunft wie junge Menschen. Und niemand kann so gut hinterfragen wie junge Menschen. Das heißt, wir brauchen Partizipation nicht einfach als Sandkasten, als Übungsplatz für echte Politik, sondern wir brauchen die Stimmen von SchülerInnen, von Kindergartenkindern tatsächlich schon jetzt in der Gesellschaft. Aber wie ermöglichen wir diese Rolle?
Der einzige Weg, Selbstwirksamkeit zu lernen, sind Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ich mache, und zwar wieder und wieder. Denn Wiederholung ist, wie unser Gehirn lernt. Und die besten Orte dafür sind deshalb die Orte, an denen ich ganz konkret etwas verändern kann und an denen ich diese Veränderung dann jeden Tag sehe und erlebe. Also die Schule, die Kommune, der Verein, der Arbeitsplatz, überall, wo Leute einfach praktisch wohnen. Ich habe dafür zum Beispiel einen utopischen Ort für eine Innenstadt entworfen, mir überlegt, wir haben ja diese Angst, dass wenn der Karstadt zumacht, die Innenstädte aussterben oder wenn wir autofreie Innenstädte hätten, dann würden die Innenstädte aussterben. Die Wahrheit ist, Innenstädte sind schon relativ tot, weil es dort ganz oft keine öffentlichen Orte mehr gibt, an denen man sich aufhalten kann, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen. Aber stellen Sie sich vor, mitten in der Innenstadt ist ein Café und das ist angeschlossen an eine Bibliothek. Und das ist angeschlossen an eine Volkshochschule und da gibt es Studios, um YouTube-Filme zu drehen. Und dort gibt es Pädagoginnen, die einem helfen, Deutsch zu lernen oder digitale Medien zu erkunden oder einer Frage nachzugehen, auf die man neugierig ist oder die Bibliothek oder das YouTube-Studio zu benutzen. Oder die sich gegenseitig bilden. Und es gibt gemeinsame Werkstätten und Gärten, wo man Projekte miteinander machen kann. Und das ist ein öffentlicher Ort, der Menschen zusammenbringt in einer Zeit der Vereinsamung. Der uns hilft, unseren Selbstwert nicht nur aus dem Materiellen zu ziehen, sondern aus unserer Gemeinschaft und aus dem, was wir tun, aus der Befriedigung unserer Neugier. Der uns hilft, Menschen mal zu treffen, mit denen wir sonst vielleicht nicht sprechen würden, unsere Nachbarn mal kennenzulernen namentlich. Ich habe in einem Verein gearbeitet, der russische Emigranten vernetzt hat mit deutschen Jugendlichen, die dann Nachhilfe brauchten in Physik. Und die Jugendlichen haben wiederum den Emigranten Deutsch beigebracht. Und es war ein Geben und Nehmen. Man ist sich auf Augenhöhe begegnet und hat sich erlebt als unverzichtbaren Teil der Gesellschaft. Und das ist etwas, das als Raum Menschen bestärken könnte. Und diesen Raum müssen Menschen gemeinsam gestalten. Ein anderes praktisches Beispiel aus meiner Arbeit. Ich habe seit 8 Jahren das Projekt Aula. Das ist jetzt eine Aula GmbH geworden, weil wir sehr erfolgreich sind. Und was das ist, ist im Prinzip ein Beteiligungskonzept für alle weiterführenden Schulen. Das heißt, ich kann an jede Brennpunktschule gehen, an jede Hauptschule und ich kann es dort wie andocken, wie ein Demokratieadapter. Und es schließt alle Kinder und alle Mitarbeitenden ein und es ist dauerhaft. Also es ist kein 2-Wochen-Projekt, sondern wenn ich etwas lernen will, dann brauche ich etwas dauerhaft. Es ist digital gestützt, also ich habe eine Online-Plattform, auf die Jugendliche ihre eigenen Ideen rund um Schulentwicklung einstellen können, diskutieren, debattieren und abstimmen können. Das Ganze passiert aber auch offline im Klassenraum und ist mit didaktischen Materialien begleitet, damit die Jugendlichen nicht nur digitale Kompetenzen lernen, sondern auch Demokratiekompetenzen wie Vortrag, das Ausarbeiten einer Idee, Diskussion, Debatte, Minderheitenschutz, Kompromissfindung, wie finde ich eine Mehrheit und wie mache ich all die tedious Arbeit drumherum, wie Angebote einholen und so weiter. Und das Ganze ist ganz, ganz wichtig, verbindlich durch eine freiwillige Selbstverpflichtung der Schulkonferenz, die sagt, ich trage alle Ideen mit, die per Aula beschlossen werden, aber nur in folgendem Rahmen. Das heißt, die dürfen meistens keine Personalentscheidungen treffen, die dürfen aber zum Beispiel ihre Hausordnung ganz oft ändern. Das macht jede Schule in einem demokratischen Prozess bei sich aus. Und ich begegne gerne Nachfragen später zu Details dieses Projekts, aber ich begegne 3 Kategorien von Bedenken, wenn ich das einführen möchte an einer neuen Schule, die ich mit Ihnen teile, weil ich glaube, dass Sie bei Ihren Projekten wahrscheinlich ganz ähnliche Bedenken kriegen. Und zwar, die erste Reaktion ist oft, oh Gott, noch ein Projekt. Wie soll ich denn das schaffen? Und hierhinter steckt die Beschränkung von Zeit und Pensum und auch Mental Load. Also ich muss ja irgendwie in einem überarbeiteten Gebiet
auch noch irgendwas tragen. Und das ist etwas, das ehrlich gesagt politisch gelöst werden muss. Denn ich sehe ein, wir haben Lehrermangel, aber warum Lehrer in Deutschland auch irgendwie sowohl Pädagogik als auch Didaktik, als auch Sozialarbeit, als auch psychologische Nothilfe, als auch Verwaltung und IT und Raumplanung und alles machen müssen, ist mir völlig schleierhaft. Das Zweite ist, die daddeln doch eh schon den ganzen Tag an ihrem Bildschirm. Müssen die das jetzt im Unterricht auch noch machen? Und das ist Digitalisierungsskepsis. Und das ist etwas, wo ich mit den Lehrkräften ganz oft intensiv arbeite und oft auch zustimme. Ja, stimmt, dass die daddeln den ganzen Tag. Frage, wenn du ihnen nicht beibringst, dieses mächtige Werkzeug zur Demokratie zu nutzen, wer bringt es ihnen dann bei? Du bist ja pädagogisch ausgebildete Fachkraft. Es ist doch wunderbar, dass du die Gelegenheit hast, mit ihnen diese Zeit am Bildschirm zu verbringen, anstatt dass man sie verbannt nach Hause oder sonst wohin, wo ihnen vielleicht überhaupt niemand helfen kann, diesem Verkaufsmechanismus, der hier drauf ist, zu begegnen. Und das Dritte ist, die könnten was beschließen, was wir nicht wollen. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass ich dieses Zitat höre, aber ich habe es mehrfach wörtlich gehört. Und das ist selbst die Angst vor Kontrollverlust. Und dahinter steckt die völlig legitime Befürchtung, boah, ich habe so einen stressigen Unterricht und ich komme doch auch so kaum hinterher und ich muss Kontrolle über meine Klasse halten, wenn ich irgendwas geschafft kriegen will. Und dahinter steckt so ein bisschen die Frage, was ist Autorität für dich? Denn das klassische Bild von Autorität in Bildungsinstitutionen ist, Kinder kommen zu mir, damit ich ihnen Bildung vermittle. Also ja, sie entwickeln es mit, aber es ist schon so, dass ich weiß besser, wie das funktioniert. Ich weiß, wie man lernt und ich bin da, um ihnen das beizubringen. Und ich möchte gerne hinkommen mit diesen LehrerInnen dahin, dass, naja, festes Wissen wird tatsächlich, hat eine immer kürzere Verfallszeit. Und wenn, wie viele Schulen sich ja preisen, ich eigentlich beibringen will zu lernen, dann muss ich auch als Lehrkraft mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie ich mit Nichtwissen umgehe. Wie gehe ich damit um, wenn ich in eine Klasse komme und der Unterricht ist mal nicht perfekt vorbereitet, sondern die Schüler gestalten ihn mit? Das ist viel Arbeit, das ist Organisationsentwicklung. Ehrlicherweise ist das, was ich mache, Organisationsentwicklung. Und zu guter Letzt gebe ich noch ein paar allgemeine Kriterien für gute Beteiligung mit, die ich gefunden habe. Erstens, gute Beteiligung muss stetig sein. Ein zweiwöchiges Projekt reicht nicht. Das ist nicht die Art von Lernen, die für das Gehirn relevant ist. Auch nicht ab und an. Sie muss stetig sein. Ich muss mich ständig als verantwortlich begreifen. Sie muss verbindlich sein. Pseudobeteiligung, bei der ich eine Abstimmung mache und dann sage, ja, danke für euren Vorschlag, aber wir müssen das trotzdem anders machen, ist tatsächlich schlimmer als gar keine Beteiligung, weil sie natürlich diese erlernte Hilflosigkeit verstärkt. Sie ist eine weitere Erfahrung von, ich gebe mir Mühe, aber es passiert nichts. Das heißt, entweder beteiligt gar nicht, wenn es nicht geht, oder beteiligt verbindlich. Das Dritte ist, sie muss vollständig sein. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich abstimmen darf, ob ich Schoko- oder Bananeneis will, sondern Beteiligung fängt mit der Fragestellung an. Beteiligung fängt damit an, dass ich Leute einlade, überhaupt sich umzusehen und zu gucken, in was für einer Gesellschaft lebe ich, in was für einer Gesellschaft will ich leben und wie komme ich von A nach B, was identifiziere ich eigentlich als Problem. Sie sollte niedrigschwellig sein und deshalb arbeite ich so gern mit Online-Tools. Denn es gibt immer die Kinder, die sitzen in der letzten Reihe, sie haben die Arme verschränkt und das alles geht sie überhaupt nichts an. Aber sie hören trotzdem, was gesprochen wird im Unterricht. Und dann gibt es diesen einen Moment, das Fußballtor soll abgebaut werden. Und dann sitzt sie, hey, Moment. Und dann reicht es aber, wenn sie in der Online-Plattform einfach gegen die entsprechende Idee stimmen. Und das ist ein Klick für sie. Aber sie haben diesen Klick schon mal gemacht. Und wenn sie schon mal abgestimmt haben, dann ist die Schwelle, nochmal abzustimmen, niedriger. Und wenn sie das mal gemacht haben, dann ist die Schwelle, einen Verbesserungsvorschlag mal zu schreiben, niedriger. Immerhin sind sie schon im System eingeloggt. Und wenn sie das mal gemacht haben, dann ist die Schwelle, eine eigene Idee zu formulieren, niedriger. Auf diese Weise funktioniert Beteiligung als Einstiegsdroge in die Demokratie. Und sie sollte immer begleitet sein. Es reicht absolut nicht, wenn ich Menschen, und zwar egal ob jung oder alt, die Möglichkeit, sich zu beteiligen, vor den Latz knalle und sage, jetzt macht. Sondern weil wir diese Rolle als Konsument verlernen müssen, ist das ein Prozess, der
moderiert und angeleitet werden muss. Ich muss immer wieder Leute bestärken. Ich muss sie immer wieder ermutigen. Und das ist, wozu ich euch gerne ermutigen möchte. Und damit bin ich mit meinem Teil fertig und freue mich auf Fragen. Vielen, vielen Dank. Also hier auch nochmal in den Raum gestellt. Wenn Fragen eingehen, dann sehe ich die sofort oder bekomme über meinen Knopf im Ohr gemeldet, dass es Fragen gibt. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar. Und zwar würde ich gerne, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen muss, hier vor wahrscheinlich, ne? Ja, genau da. Gut. Auf jeden Fall würde ich gerne noch ein bisschen über Aula erfahren. Wie ist das denn? Meldet man sich als Schule einfach an bei euch? Wie läuft die Schulung der Lehrkräfte ab? Also wie werden die da eingebunden? Wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen? Wir haben im Moment über 50 Schulen bundesweit und es ist schon so, dass man sich anmelden kann an info@aula.de. Übrigens auf aula.de ganz viele ausführliche Hinweise. Wir sind im Moment zu viert in diesem Projekt und wir sind gemeinnützig. Das heißt, wir finanzieren uns aus Spenden und von Stiftungen und so weiter. Wir können deshalb nicht mit jeder Schule ganz ausführlich diesen Prozess gehen, dass wir an eine Schule gehen und Multiplikatoren schulen. Aber um das aufzufangen, haben wir jetzt BotschafterInnen ausgebildet, die uns helfen. Wir haben über 50 BotschafterInnen in vielen Bundesländern und wir haben E-Learnings. Und das soll uns helfen, möglichst viele an Bord zu kriegen. Oder wenn ihr das ganz alleine machen wollt, müsst ihr euch auch gar nicht an uns wenden, denn alle Infomaterialien, alle didaktischen Materialien und die Software selbst können auf unserer Website runtergeladen werden, sind offen und kostenlos. Es ist sozusagen nur unsere Schulung und Beratung, bei der Kosten entstehen. Aber wir versuchen es für alle Schulen kostenlos zu halten. Und wahrscheinlich auch tatsächlich für alle Schulformen und für alle Jahrgänge, oder? Es sind weiterführende Schulen, auf die wir uns im Moment konzentrieren, also alles ab Klasse 5 oder ab 10 Jahren. Und zwar, weil wir glauben, dass für Grundschule nochmal eine weniger schriftbasierte Form gegeben sein muss. Und wir wollen tatsächlich jetzt auch eine entwickeln. Das heißt, wir wollen das für Grundschule adaptieren. Aber wir sind zum Beispiel auch an Förderschulen und auch dafür gibt es Konzepte und das funktioniert. Sehr gut, danke schön. Ich hätte auch noch die Frage, inwieweit es gute, reale Beispiele gibt für diese öffentlichen Orte, von denen Sie gesprochen haben, also dieser Traum von dem Café neben der Volkshochschule oder der Bibliothek mit dem YouTube-Studio. Gibt es sowas schon? Oder, also es gefällt mir total gut, aber kann ich mir das irgendwo schon theoretisch anschauen? Nicht so richtig. Also es gibt Makerspaces und die sind aber sehr underground und sehr nerdig im Moment noch. Es gibt in Bochum soll die Bibliothek mit der Volkshochschule zusammengelegt werden, in der Innenstadt zu einem Haus der Bildung. Aber ja, nein, es ist bisher ein utopischer Ort. Ich nenne es die Volkshochkneipe, weil ich glaube, man sollte mit seinen Nachbarn was trinken. Finde ich auch. Jetzt ist hier gerade auch noch eine Frage angekommen. Mich würde interessieren, ob das Format auch an Hochschulen zum Einsatz kommt bzw. kommen könnte. Könnte definitiv. Wir hatten auch schon Austausch mit ein paar Hochschulen, die daran interessiert waren, aber es ist nie zur Umsetzung gekommen, aus verschiedenen Gründen, von den Hochschulen aus. Aber ich denke absolut, dass das Konzept gerade für Hochschulen ziemlich cool ist. Absolut. Gibt es denn noch weitere Fragen? Ich würde jetzt auch mal hier so ganz inoffiziell eine Handhebung akzeptieren. Okay. Moment, wir haben gleich ein Mikro auch. Dankeschön. Vielleicht als Ergänzung zu der Vision, die beschrieben wurde, das Forum in Groningen hat den Ansatz, dass Bibliothek, Makerspaces, ein Kino, öffentliche Ausstellungsflächen miteinander verbunden werden, gleichzeitig auch mit Lernorten wirklich, die aktiv von den Studierenden der Universität genutzt werden. Das heißt, das ist schon so ein Ort, wo dieser Versuch, was gerade beschrieben wurde, an öffentlichen Orten aus meiner Perspektive ganz schön umgesetzt wird. Das Forum in Groningen. Genau. Danke, richtig. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Perfekt. Wunderbar, dann vielen, vielen Dank. Ich schaue jetzt mal kurz, ob noch eine Frage eingegangen ist, aber ich sehe gerade keine.
Insofern vielen, vielen Dank, Marina Weißband. Und wenn es noch Fragen gibt, gerne, uns kann man jederzeit überall über die Plattform kontaktieren. Dankeschön. Danke und alles Beste.